Hey, Hogarth Willen, ein weiterer Days Gone Guide ist heute für euch am Start und in diesem kurzen Video werde ich euch zeigen, wie man an ein geheimes Lager kommt. Man muss nämlich hier über die Seite rüberklettern auf die Balustrade und dann ins Fenster hinein. Man sieht nämlich auch schon, dass hier zwei tote Menschen sind oder zwei tote Personen, es könnten auch Zombies sein. Auf jeden Fall kommt man da nicht hin, außer man klettert oben drüber. Und ihr habt es gerade schon gesehen, hier bekommt man einfach mal eine Sniper, man bekommt Munition ohne Ende. Man bekommt nützliche Gegenstände wie diese Lappen und alle möglichen Medikits liegen hier rum. Hier liegt sogar noch eine Granate und so ein Attraktor, mit dem man die Zombies anlocken kann. Auf dem Bett ist noch eine Blendgranate und das ist alles so Zeug, was man sich am Anfang noch gar nicht craften kann und gar nicht besorgen kann. Das liegt nicht einfach irgendwo so rum. Deswegen ist das gerade für den Anfang ein super kleines Versteck, wo man sich erstmal aufmunitionieren kann, Zeug holen kann. Hier vom Gang kann man leider nicht zur anderen Tür. Also man muss nochmal zurück auf den Weg, den ich euch gezeigt habe und einfach durchs andere Fenster hinein. Ich kann gar nicht so viel Zeug mitnehmen, wie hier liegt. Nochmal Munition. Also falls ihr eure Waffen leer geschossen habt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall alles nochmal voll machen. Hier noch das andere Fenster durch, genau, und ich glaube, der hatte auch nochmal ein Medikit dabei. Es liegt auch nochmal eine ganz gute Nahkampfwaffe, nämlich eine Spitzhacke da. Die zieht ordentlich was ab, also was Schaden angeht, ist eine Spitzhacke so ziemlich das Beste, was man am Anfang finden kann. Hat zwar nicht so viel Haltbarkeit, aber die zieht halt ordentlich rein. Schrott kann ich gar nicht mehr mitnehmen, hier noch ein Medikit auf dem Bett. Also wirklich, ihr seht's, man kann sich, was Gesundheit angeht, Munition angeht, was Crafting-Materialien angeht, einfach mal voll aufstocken. Das ist hier diese kleine Hütte neben der Tankstelle auf dem Weg zur nächsten Story-Mission bei mir. Und ich zeige euch am besten mal vom Lager, wie man da hinkommt. Einfach nach Norden fahren, bis zum Horse Lake Nero-Stützpunkt, dann vorbei am Maron. Forks war das, glaube ich. Und dann ist das hier direkt, wie gesagt, neben der Tankstelle die zweite Hütte. Und die Sniper ist echt geil, ihr habt es gerade gesehen. Achtet mal unten rechts auf das Radar gleich. Da liegen einfach mal zwei Zombies. Also die hat Durchschlagskraft ohne Ende. Die geht locker durch zwei Körper durch. Erledigt beide mit einem Schuss und der zweite große Vorteil ist natürlich die Zoom-Funktion. Ihr habt es gesehen, der Hirsch war schon ein ganz gutes Stück weit weg. Ich habe auch das erste Mal nicht getroffen, aber beim zweiten Mal hätte ich das mit der Armbrust zum Beispiel nicht geschafft. Sowas funktioniert einfach nur mit der Sniper. Ihr braucht einen Sniper, um auf solche Distanz auch noch einen tödlichen Treffer zu landen. Also falls ihr noch keine Sniper habt und die gerne gegen eure Armbrust austauschen würdet, dann geht einfach hin, holt ihr euch ab oder falls ihr Munition braucht, einfach mal wieder dort aufstocken. Ein sehr kleines, feines, aber auch geheimes Versteck für euch. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite. Schreibt mir gerne eure Meinung, Kritik und Kommentare unter das Video. Ansonsten verabschiede ich mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.